Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gang. Wir sind mal wieder in Star Wars Outlaws. Und wenn ihr die letzte Folge vor allem noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall rein, denn es gibt massive Spoiler. In der letzten Folge war eine Cutscene, die absolut krass war. Deswegen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut da rein. Ansonsten geht's jetzt mit Spoilern weiter, denn wir sind immer noch auf dieser Raumstation des ISB. Und, Du müsstest jetzt direkt davor stehen. Ach, die Tür ist verschlossen. Die hat einen eigenen Schaltkreis. Verstanden. Ich komm schon irgendwie rein. Wir haben erfahren, dass Liro in Wirklichkeit ein Direktor des ISB ist, was interessant ist. Einmal kurz gucken, können wir hier drüben irgendwas öffnen? Öffne uns das mal bitte. Der hatte auch einen kleinen Besuch von jemand sehr hochrangigem des Imperiums, den ich hier nicht erwartet hätte. Sehr, sehr viele sehr interessante Entwicklungen. Hebel umgelegt halten. Was bringt uns das jetzt? Kriegen wir damit jetzt die Tür hier auf? Nope. Nix. Ah, Nix muss den einen unten halten. Ich muss den anderen unten halten. Dann öffnet sich das. Wie ionisieren das? Nimm ich an. Oh. Ich gehe rein. Und ich bin an der Kamera dran. Sieht alles gut aus. Schließen. Mach schnell, Kay. Das haben sie definitiv bemerkt. Ich will noch nicht auf den Computer zugreifen. Ich will einmal gucken, ob man hier rein kann. Eine Kryospule. Können wir hier sonst noch irgendwas tun? Komm schon. Einmal hier. Cardiopa-Experiment 94842. Zu Zwecken der Ermittlung idealer Feuertechniken wurden zwei Gruppen von Gefangenen entweder einem ITO-Droiden, das ist das, was wir in Episode 4 sehen, oder einem Bohr der Mairan gegenübergesetzt, um vor einem Spitzel eingeschleuste Falschinformationen zu extrahieren. Beide Gruppen gaben die Informationen innerhalb des veranschlagten Zeitraums preis, jedoch wurden durch den Bohr der Mairan bei mehreren Gefangenen bleibende neurologische Schäden verursacht. Interessant, was man hier nicht alles findet. Da sind Fatire zu sehen, die Raumstation. Aber gut, wir hacken's. Slicen's. Das hat alles nicht funktioniert. What? Ach so. Okay, dann probieren wir das so. Das so. Nee. Die Glyphen mal kurz löschen. Warte mal, das haben wir da und da probiert. Das muss also dorthin. Das haben wir da und da probiert, das muss uns Ende, also so. 100 Credits, nice. Na schön. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Die Codes sind alles Rohdaten, aber ich entferne die Zugangssperre für dich. Ja, ich sehe sie. Ich kopiere die Codes auf eine Datenkarte. Aber er wird unsere Spuren im System finden. Kommst du irgendwie an die Hauptkonsole auf der Brücke? Das klingt nach einer Menge Wachen. Du schaffst das, Kleine. Und wenn nicht, sind wir sowieso tot. Stimmt auch wieder. Wunderbar. Sie mögen stark sein, aber mit uns legen sie sich nicht an. Unbedingt. Siehst du was? Oh. Keine Vorkommnisse hier. Weiter. Ist das die Brücke hier? Ich habe ein bisschen Angst, dass die wieder zurückkommen, aber... Hey, ich sehe die Konsole. Aber hier sind ungefähr 100 Imps. Oh mein Gott, Death Trooper. Alle Einheiten, kommen Sie umgehend in den Besprechungsraum für eine Notbesprechung. Verlieren Sie keine Zeit. Ein paar sind weg, aber überzeugend klang das nicht. Ah, hat gereicht. Mal sehen, wann ihr uns hintergeht. Ich glaube, das wird nicht lange dauern. Mal sehen, ob wir diesen Sturmtruppler hier ausschalten können, ohne dass es jemand mitbekommt. Ist jemand in der Nähe? Sonst noch irgendwer da drüben? Ist noch ein Death Trooper unter uns, sind noch zwei Leute. Der geht da wieder raus. Roll dich, Kay, roll dich. Können wir das schaffen, ohne dass irgendwer hier uns bemerkt? Einmal hier lang. Ah, nicht gut. Da drüben ist noch ein Death Trooper. Lass uns den mal kurz markieren, ohne dass wir gesehen werden, bitte. Kann ich hier einfach runter? Oh mein Gott, wir sind da. Den hätte ich fast übersehen. Lass uns den mal kurz... Weil wenn der sich umgedreht hätte, wäre das nicht gut gekommen.
Schnell rein, schnell wieder raus. Zugang gewähren, Lüftungsschacht. Lass uns beides hacken. Ja, komm, mach ihn. Okay. Du dann als zweites. War auch nicht richtig als zweites, also als drittes. Die beiden auch nicht. Dann kann es nur die beiden sein. Falsche Reihenfolge, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Aber 100 Credits für uns. Alles klar. Haben wir dann alles? Okay, du hast jetzt Zugriff. Gut, ich lade es hoch. Wem sollen wir das anhängen? Rebellen. Die hassen sie sowieso schon, oder? Ach, ja. Die kassieren auch immer die Lorbeeren für alles. Oh, und ich habe einen Ausgang für dich. Schicke die Koordinaten. Ich könnte den Schacht bei der Konsole öffnen. Ja, den haben wir jetzt schon geöffnet. Alter, stellt euch mal vor, man hätte das jetzt hier mit Waffengewalt versucht zu lösen. Das wäre sicherlich gegangen, aber... Gut, okay? Gut ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber wir kriegen das hin. Denk dran, es wird sich lohnen. Mit diesem Auftrag werden wir das Blatt wenden und holen uns einen kleinen Anteil an der Galaxis, die es auf uns abgesehen hat. Aha, wir reden später, Jalen. Wahrscheinlich ist hinterher in dem Tresorraum einfach nichts drin, wenn das sowieso ein Imp ist. Andererseits ist der wahrscheinlich korrupt und hortet das Geld einfach für sich. Öffnen wir den Schacht. Was zur Hölle? Hier wird das einfach von Zarek Bash-Vollstreckern patrouilliert. Und wir könnten wahrscheinlich auch tausende andere Wege gehen. Aber öffnen wir hier die Tür, schließen es wieder bitte. Und gehen hier lang. Mal schauen. Öffnen. Da ist eine Person. Taktische Rolle rüber. Und eliminieren. Geh nach oben, ich habe eine Tür geöffnet. Als ob das so einfach wäre hier. Aber wir probieren es mal. Oh nein, der könnte mich sehen. Kann ich hier hinten irgendwo lang? Natürlich nicht. Mal kurz markieren, dass ich weiß, wenn die sich umdrehen. Den kann ich nicht markieren und... Ich hoffe, dass der mich nicht sieht. Weil ich... Leiter rauf. Neuer Tag, dieselbe Patrouille. Ja, sei schön gelangweilt, dann merkst du nichts. Was zur Hölle, wo sind wir hier? Schacht öffnen bitte und abhauen. Oh, jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Ist das die richtige Richtung? Aha, du bist fast da. Leiter benutzen. Und hier lang. Runter. Und Direktor Barsha duldet keine Nachlässigkeit. Egal wann er gelandet ist, sein Shuttle muss ständig startbereit sein. Ich will keine Ausflüchte hören. Ich will Taten sehen. Wenn wir natürlich das Shuttle sabotieren könnten, wäre das ziemlich lustig. Aber das bezweifle ich. Oder nochmal klauen, denn wir nehmen zwei Schiffe geklaut. Hier lang. Wo sind wir denn hier, bitte? Hey, ich sehe dich. Komm runter zu mir. Gab's keinen leichteren Weg? Willst du es leicht oder sicher? Ich bin überrascht. Du hast dich verändert. Sehr. Mein Leben ging weiter, nachdem du weg warst. Das mag nicht viel zählen, aber ich... Ich hielt es für das Beste. Und sieh dich an. Du hast mich nicht gebraucht. Kay. Da hinten ist unser Schuppen. Ich hab's gehört. Wo müssen wir hier lang? Hier weiter? Nein. Geht's da drüben weiter? Da hinten sind die ganzen Markierungen noch, die wir hatten. Hier geht's weiter. Okay. Also hier rein. Und hier rauf. Wir müssen noch runter. Warum rauf? Hier in den Schacht rein. Da heben ganz schön viele ab hier. Wow, das müssen die Viper-Droiden sein, die ja uns geschickt werden. Macht aber auch wieder beim ISB extrem viel Sinn, dass die viele Suchdroiden losschicken. Komme ich hier irgendwo weiter? Kann ich mich hier festhalten? Kann ich. Ich werde hierbei aber nicht erschossen, oder? Was glaubst du, warum ich dich da lang schicke?
Hier läuft alles vollautomatisch. Es ist keiner da, der auf uns schießen könnte. Gut. Das ist nämlich deutlich schwerer, als es aussieht. Besser als erschossen zu werden, Kleine. Schauen wir mal. Oh. Verbesserter Dura-Stahlring. Das kannst du gut. Du hast viele Aufträge hinter dir. Hab nie aufgehört. Inzwischen sind sie nur größer. Ja, so ist das Leben. Dann sprechen wir mit Rico. Okay, ziel gerade. Verschwinden wir von hier. Weißt du, wir... Also du... warst gut. Das hat funktioniert. Ja, wie in alten Zeiten. Den Guten. Da hinten sind noch Imps, aber ich glaube... Wo läuft Rico denn lang? Da läuft Rico lang. Komm schon. Die sehen uns alle nicht, die sind zu blind. Die kümmern sich zu sehr um das, was sie machen. Sehr nice. Na gut, also los! Für die Rebellion, was? Als ob die sowas drauf hätten. Du solltest nicht zurückkommen, Kay. Seit wann höre ich denn auf dich? Sieht genauso aus wie früher. Warum was ändern, was funktioniert? Geht's dir gut? Klar. Ich hab nur Sachen gesehen. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen. Sag ihnen nur das Nötigste. Es gibt ein Problem. Zerik Bash ist nur eine Fassade. Und Sliro ISB. Kusa! Imperiales Sicherheitsbüro. Der imperiale Nachrichtendienst. Die überwachen alles und sind viel gefährlicher als Sturmtruppen. Wenn die uns kriegen, sind nicht nur wir tot, sondern alle, die wir kennen. Wer jetzt aussteigt, verabschiedet sich auch von 157 Millionen Kredits. Du hast es gewusst. Wärst du hier, wenn ich's gesagt hätte? Dank Farik, Nobata, Dazapich, Hotza! Doch jetzt hast du Angst. Du hast alles verloren. Und das ist deine Chance auf einen Neuanfang. Oder ein paar Millionen für einen Ex-Imperialen, um abzutauchen. Und Rebellionen brauchen mehr als nur Hoffnung. Erst recht, wenn sie scheitern. Kay. Wir wären alle jetzt nicht hier, hättest du nicht bewiesen, dass es geht. Du hast den Tresorraum selbst gesehen. Das ist deine einzige Chance auf Freiheit. Kein Sliro, kein Todesmal, niemand, der hinter dir her ist. Was sagst du dazu? Beim letzten Versuch ist mir ein Schwachpunkt aufgefallen, und zwar ist es der Hangar. Diese Codes bringen uns ins Belüftungssystem. Sliros Tresore sind mit Energieschranken gesichert. Nichts, womit zwei Hacker nicht fertig werden. Sobald die Schranken aus sind, werden die Geschütze aktiviert. Ich sichere den Fluchtweg durchs Casino und tu ganz harmlos. Der TT-8L-Druide, der den Tresor bewacht, ist das Beste auf dem Markt. Aber ich bin besser. Hm. Der Tresor hat Chromium-Zeitschlösser, ist nicht zu knacken. Tagua cutis patisa, cava blasto no via no lia. Wenn wir den Tresor haben, müssen wir schleunigst da raus. Wie wär's mit der Kanalisation? Es gibt keine Pläne, aber mit einem Sender könntet ihr uns finden. ND5 und ich warten am Landeplatz mit der Bahnbrecher. Und dann auf in die Freiheit. Na gut. Wenden wir das Blatt. Womit wir wieder auf Cantonica sind. Ich will mal kurz... Oh, man kann hier nicht mal auf der Map gucken. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir hier aus dem Laden nicht raus.
Lasst uns mit unseren Freunden mal quatschen. Lasst uns mit Gedeek reden. Mit dem kann man reden. Was ist der Anlass? Biscati Toki. Sidita Vence Duyokola Bemio His Prior Dapuno. Jutnolia. Gigi Chutwajo Tanorgu. Schlau. Hätte ich mir mit meiner Schwester gewünscht. Bei mir sind's die Eltern. Als ich sie zuletzt sah, wurde ich zum Imperium geschickt. Jetzt bin ich Deserteur. Und damit kann ich nie wieder nach Hause. Und du, Kay? Ich glaube, wir standen niemandem sehr nahe. Noa na, Kukit. Atima Yokola. Toka prebram, tinka jigraba jagranchastuf. Okay, können wir hier sonst noch irgendwas machen? Können wir irgendwas klauen, uns irgendwas schnappen? Wir können mit unserer Mutter und mit Jaylen noch reden. Das sollten wir vielleicht tun, weil ich glaube, sonst haben wir da keine Chance mehr. Na, hast du mir schon verziehen? Auf der falschen Seite der Galaxis geboren. Wer reich ist, hat leicht reden. Stimmt trotzdem. Wie lief es mit Rico? Auf sie war Verlass. Und ND5? Was ist mit ihm? Er war dein Aufpasser, aber jetzt ist er sehr von Keves überzeugt. Wir sind ein gutes Team. Er hat mich überrascht. Und nicht nur er. Nach diesem Auftrag bist du das Todesmal los. Und dann wirst du wieder eine Zukunft haben. Wenn du einen Vorschlag hast, spuck ihn aus. Das Imperium jagt die Rebellen quer durch die Galaxis. Die Syndikate sind durch ihre Machtkämpfe geschwächt. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Wir könnten Partner sein und uns was aufbauen. Zusammen. Was? Soll das ein Witz sein? Mit sowas mache ich keine Witze. Gut, denn du bist überhaupt nicht lustig. Was auch immer passiert. Ich glaube an dich, Kay. Das habe ich immer. Dank, Farrick. Also genug Ansprachen für heute. Wir verpassen unser Zeitfenster. Ich dachte, der wäre vielleicht ein Bruder von dem Sliro oder so und will den deswegen hintergehen. Jetzt hört sich das fast mehr so an, als wäre der mit Kay verwandt. Ist das der verlorene Papi? Reden wir mal mit Rico. Bitte sag mir, dass das frisch ist. Das scheint ihm egal zu sein. Also, was macht dein Bein? Alles gut, Kay. Und die sechste Sippe hält dich für tot. Ich habe sie besänftigt, indem ich ein paar Rennen für sie manipuliert habe. Ich dachte, du hättest damit aufgehört. Ich habe noch ein paar Kontakte. Ja, glaubst du, Bram verdient mit dem Laden Geld? Mit einer neuen Speisekarte vielleicht. Ich war damit beschäftigt, jemandes Schulden zu bezahlen. Ach ja. Außerdem bin ich mir sicher, dass du ziemlich bald wieder abhaust, Rico. Hey, ich habe mich auf meine Art um Kay gekümmert. Ja? Was macht dein Bein? Lass das, Bram. Oh, was war das denn? Das war lange überfällig. Hör mal, Bram. Ich bin dir... Wir sind dir was schuldig. Für alles und so. Du bist mir nur die Miete schuldig. Und dass du lebend aus der Sache rauskommst. Ob mit oder ohne Geld. Interessant. Ich glaube, jetzt können wir nichts mehr anderes machen, als mit ND5 zu reden, um den Raubzug zu starten. Und da habe ich Bock drauf. Aber ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr, machen wir das in der nächsten Folge. Und dann wird die nächste Folge vermutlich das Story-Finale sein. Aber es gibt noch jede Menge in Outlaws zu entdecken. Und wir haben ja auch noch diese Jabbas Schachzug-Mission, die wir anfangen können, was ja auch nochmal eine Story-Mission ist. Ich hoffe, die ist nicht zu kurz, weil die man ja, glaube ich, auch nur mit den besseren Versionen gekriegt hat. Und nicht nur als Vorbesteller. Deswegen würde ich hoffen, dass die auch noch ein bisschen was zu bieten hat. Aber wie gesagt, der Rest kommt in der nächsten Folge und in den Folgen danach. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.